Ist nicht gut. Deine Mami bekommt eine Strafe für gefährliches Fahren, Alter. Oh, Mann, ey. Mann, ey. Money, money. Oh Gott. So, jetzt hier mit heilem Auto. Kann ja, ich da fahren. Kannst du schon gut fahren, denke ich. Also ich fahre mit meinem Auto echt ganz, ganz gute Zeiten. Und die Reifen wieder auf Temperatur bringen. Fährst ja ähnlich wie ich. Letztes Rennen noch gewonnen und jetzt mache ich sowas hier. Uiuiui. Stimmt, da hast du ja gewonnen. Da waren wir direkt hintereinander. Das war auch crazy. 29 Sekunden zu Platz 1. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Und ich bin nicht vor Bottas, obwohl der gerade in der Box war. Na, Hamilton war wahrscheinlich noch nicht in der Box, oder? Doch. Hamilton war gerade, habe ich gerade schon mal gesagt gehabt. Echt? Krass. Er war gerade Platz 4, also direkt vor mir. Und Bottas war dadurch noch nicht. Jetzt war Bottas und jetzt ist Bottas Platz 4. Also Bottas trotzdem noch nicht eingeholt. Obwohl eben erst jetzt an der Box war. Crazy. Lidl Sektor mit heilem Auto. Das ist gut. Bist immer noch letzter, ne? 18. Ja, das ja. Ist, glaube ich, letzter. Ich bin, ne, wobei, ne, Kürt fährt. Ja, okay, aber. Ja. Noch ein Lidl Sektor. Sektor 2 und Sektor 3 habe ich lila. Der Skurt. Komm, hol dir die schnellste Runde. Kann ich nicht, das war ja gerade meine Outlap, also meine Boxenausfahrtrunde. Ach so, oh. Dann hol ich mir sie. Oh, Leute, das ist alles ein bisschen kritisch. Also, nicht nur ein bisschen. Dass ich als 20. gestartet bin, läuft es bei mir ganz gut. Aber ich bin halt immer noch 5. und Bottas und Hamilton vor mir. Und ich muss, eigentlich muss ich vor Hamilton kommen, damit ich den Abstand verkürze. Für die Konstrukteure müssten wir eigentlich einen Mercedes rausfliegen lassen. Oder eben beide irgendwie über die kommen. Oder wenn es so bleibt, wenn die 3. und 4. bleiben und ich erster werd, dann wäre es auch okay. Aber das ist halt alles so unrealistisch, dass ich erster werde, ist allein schon ultra unrealistisch. Und Hamilton wird auch besser fahren, dann wieder 2. oder so werden. Jo, roter Frontflügel. Die Autos zum Überholen. Fuck! Was ist passiert? Okay, geht in Ordnung. Ich muss noch einen Stop machen, roter Frontflügel. Bin nicht so krass weggerutscht, aber ja, so ein bisschen schräg, leicht schräg in die Bande. Und dann hat es den linken Frontflügel erwischt. Ich konnte ja, quasi einfach Linke. Weiter am Gas bleiben und einfach weiterfahren. Aber ja, roter Frontflügel trotzdem, mit dem kann ich nicht fahren. Rot ist geht nicht. So, jetzt werde ich hier ausgebremst von langsamen Autos. Fuck mal, jetzt muss ich an die Box. Oh nein, 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 nein. Fahre ich wieder weiter zurück. Er ist nur hellgrün, alles gut. Hui. Guck mal, da ist ein Auto vor mir und schon direkt mache ich hier einen Fehler im Regen, ey. Kann doch nicht sein. Hinter mir ist eine gelbe Flagge. Und ich fahre jetzt einmal an die Box. Und werde natürlich dadurch überholt. So wie es aussieht, nur von einem, weil eben der andere gelbe Flagge hatte und Crash. Okay, dann habe ich halt neue Intermediates, aber er überholt mich trotzdem auch.
Ja, nö. Obwohl er gerade einen Crash hatte. Fuck. Ist doch nicht ein Ernst jetzt. Boah, wie viele Autos hier sind. Junge, die sind alle hintereinander und ich bin ganz hinten. Hol sie dir. Bin leider wieder Siebter. Weiß nicht, wie das geht. Geht schon irgendwie. Also Erster werde ich wohl nicht werden. Das kann man jetzt knicken. Wow. Ich werde so absolut aufgehalten. Und es gibt keinen Weg an den vorbei. Gar keine Chance. Ja, ich wurde auch immer aufgehalten, aber in den Kurven fahren sie extrem langsam. Und da kannst du, selbst wenn du auch echt langsam fährst, sie überholen. Und weil du eben auch langsam fährst, passiert da nicht so ein krasser Unfall oder so. Das habe ich gemacht. Also im ersten Sektor kommt man an denen nicht vorbei. Ja, ich habe mich wieder gedreht. Jetzt ist over. Oh, bitte, 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 bitte. It's over now. Mein Auto zwar nicht kaputt, aber das hat mir wieder ordentlich Zeit gekostet. 33 Sekunden. Lenk. Sorry, Alonso. Jetzt habe ich wieder Wehrlein vor mir. Das ist dein Freund, ja, ich weiß. Ja. Oh! Boah, leck. Ja, habe ich auch gehabt. Den hatte ich gerade auch. Ja, war geil. Sorry, Wehrlein. Brauchst dich bei dem nicht entschuldigen. Eigentlich echt nicht, was der mir schon alles angetan hat. Ja, bei mir hat er auch schon ein, zweimal irgendwie Kacke gebaut. Aber bei dir halt wirklich nochmal viel mehr. So, ich bin 12. Platz. Als ob, krass. Ich bin leider richtig scheiße gerade. Und Platz 11 ist direkt vor mir. Wo bist du denn gerade? 7. Aber ich habe den Abstand zu Platz 6 verloren, obwohl ich gerade vorhin die ganze Zeit 5. war. Und Platz 8 ist gar nicht mehr so weit weg von mir. Ich hatte vorhin zu Platz 8, glaube ich, 20 Sekunden. Okay. Und war gut auf Platz 5, aber naja. Kann nicht irgendein Mercedes anfangen zu rauchen, echt. Kann schon, wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Das ist so dumm, ey. Ich soll mal kaputt. Boah, mal, was? Ich beschleunige ja sowas von viel besser raus als Stroll. Ach krass, ich hab. Ach, das war Van Dorne, den ich außerdem ein bisschen berührt habe und nicht Alonso. Okay. Die sind so weit weg, ne? Platz 1, 2 und 3. Platz 4 ist auch relativ weit weg. Platz 6 und 5 geht noch. Bin bald bei den Punkten. Echt schon kacke irgendwie. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 22,3 Sekunden. 22 Sekunden habe ich zu dir. Von 41 auf 22. Da hast du aufgeholt, ich habe Zeit verschwendet, bla bla bla. Das ist nicht geil. Wir hatten beide schon einen Boxenstopp. Zwei, meine ich. Ja, mit dem großen Unterschied, dass ich 8 Runden mit einem kaputten Frontflügel gefahren bin. Ja. Und ich halt von Platz 20 gestartet. Ah, komm, ey, das ist alles so kacke gewesen schon wieder.
Ja, aber das hat eigentlich nicht wirklich großen Unterschied gemacht. Ich war ja direkt nach der ersten Kurve auch letzter quasi. Ja, ich weiß. So, ich habe Platz 6 wieder vor mir. Platz 5 ist aber wieder weiter weg. Platz 4, 3, 2, 1 sowieso. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr hin. Könnte noch so 8. oder 7. oder so werden. Ja, ich bin gerade 7. War gerade Startziel. Weiß nicht, ob du, wo du bist. Bin auch gleich Startziel. Ja, das könnte was werden. Es könnte was werden. Platz 10 ist direkt vor mir. Aber beide Haas sind auch hier, ne? Massa und Grosjean. Auch direkt hier. Du bist Platz 10? Nee, ich bin... Oh doch, ich bin Platz 10. Platz 9 ist direkt vor mir. Das ist gut. Platz 6 ist jetzt auch direkt vor mir. Grosjean, mal wieder mal. Wenn du blöd bremst, kriegen wir ein Problem. So fahre ich einfach an dir vorbei. Dankeschön. Teil 2. Aufholjagd auf Massa hatten wir vorhin schon mal. Das gleiche Spielchen. So, Alonso, wo machen wir es denn wir beide hier gleich, ne? Wo willst du? Da, wo es nicht gefährlich ist, wäre mein Tipp. An euch das beide. Das stimmt. Da bin ich mit dabei. Das finde ich gut. Mann, ich fahre gute Runden, aber das ist so unmöglich. Ich glaube, wir haben uns beide für die gefährliche Art und Weise entschieden. Bist du auch vorbei? Oh. Nein, bin ich nicht. Ich war kurz. Du bist die bisher schnellste Runde. Aber dann bin ich von der Strecke gekommen, wollte zurück und Alonso hat mich von der Strecke wieder runtergeschubst. So ein Kacker. So, jetzt bin ich auch vorbei. Gut. So, und dann bin ich auch vor ihm gedrängelt. Da bin ich auch vorne. Da wollte er nochmal vorbeiziehen, aber nee. Nicht gemacht. Das lässt du nicht zu, das finde ich gut. Kann das sein, dass hier manche auch auf einen Boxenstopp nur fahren? Nee, glaube ich nicht. Alle machen zwei. Der zweite wäre jetzt ungefähr Runde 18. Und wir machen halt 3. Also der zweite ist jetzt so Runde 18. Bin gleich Platz 8, Alter. Das hört sich echt gut an. Bin impressed. Bin überlegen, ob ich meinen hellgrünen Frontflügel wechseln lasse. Ja, wenn du eh nochmal fährst. Ja, ich muss ja an die Box. Ja, ich weiß. Warum nicht? Das kostet halt ein paar Sekunden. Ja, aber dann hast du ein besseres Auto. Ich weiß es nicht, ob das lohnenswert wäre oder nicht. Weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich mach's, glaube ich. Ich meine, ist das hellgrün mehr so ein gelbgrün? Also, ich glaube, das kann man machen. Auf jeden Fall. Komm, power doch mal rein, Mike, hier. Aber ich gehe auf jeden Fall in einer unterschiedlichen Runde als du. Ich glaube, das war gerade... Eigentlich dürfte es nicht zu dich gewesen sein, aber irgendwie haben die trotzdem nicht gearbeitet, obwohl sie arbeiten sollten. Diese Doofen. Und ich kann das ja leider nicht... Ich kann ja nicht Boxenstopp ansagen, leider. Geht ja bei mir nicht. Ja, bei dir geht's leider nicht, ja. Wobei ich bezweifle, dass das was bringt. Fahrer vor mir.
Hulkenberg. So, wo machen wir's? Habe ich doch hier schon fast ein bisschen vorher als Alonso. Junge, natürlich eine Zeitverschwendung. Ich hol auf Massa, der direkt vor mir ist, pro Runde 4 Sekunden auf. Junge. Kann ich mir durchaus vorstellen bei der KI-Stärke. Oh, scheiße. Wobei Massa natürlich auch kein guter Fahrer ist. Ja. Hehe. Richtig geil. Ach was. Unerlaubtes Überholmanöver. Alter, überhol doch, wenn das unerlaubt war. Das ist doch hier ein Skandal, ist das doch. Ja, ein Prank wieder mal. Wir wollen, dass ich an die Box komme. Ja, jetzt. Aber ich will jetzt auch, dass ich an die Box komme, weil mein Frontflügel ist kaputt. Jetzt fahren manche, da habe ich auch Master gerade in der Box geholt. Ich fahre noch, solange ich Freistrecke habe und noch gut fahren kann, weil dieser Hülkenberg, weißt du? Ich rutsche noch gar nicht gerade. Solange ich auch keinen vor mir habe, ist das gut. Angeblich unerlaubt. Er macht meinen Frontflügel kaputt und ich überhole ihn unerlaubt. Bist du jetzt? Okay. Ich gehe jetzt an die Box. Und Hülkenberg direkt hinter mir. Oh, mehrere Autos direkt hinter mir. Aber die überholen mich natürlich in der Box alle, weil mein Frontflügel gewechselt wird. So, wie lange dauert das diesmal mit Frontflügelwechsel? Diesmal nur 9,1, davor 11,1. Das ist so ein Scherz, Alter. Oh, ich bin gleich richtig weit wieder hinten. Aber die gehen ja gleich eigentlich in den nächsten 2-3 Runden auch an und um die Box. Also, drei Runden eigentlich nicht, nächsten 2. Keine Boxenstopp ist mehr geplant, Mami. Finde ich aber gut, dass er mir das sagt. Weiß ich doch. Geplant sind sie nicht, ne? Ja. Aber wenn du Bock hast, kannst du nochmal kommen. Oh, scheiße. Alter, diese Reifen. Du musst wirklich erstmal eine Runde damit fahren, bis die besser werden. Also ich fahre so mit krass. Meinen gerade echt gut. Deswegen will ich auf keinen Fall an die Box. Ich fahre gerade 0,1 schlechter als die beste Runde. Und die beste Runde ist, glaube ich, 3-4 Sekunden okay, besser als die von Hamilton. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Ich ziehe nur gerade ultra viel Sprit. Keine Ahnung, wie ich das mache, aber... Wärst du auf Fett? Oder bist du schon mal auf Fett gefahren? Ja, bin ich, aber ich fahre gerade auf Standard und der geht weiter runter. Trau mich irgendwie nicht. Ja, ich wollte das Auto, ich habe das bei Regen auf Fett zu fahren. Das vor 5-6 Runden gemacht. Da habe ich das Auto ein bisschen leichter gemacht. Und war dann genau bei minus 0,01, glaube ich. Und jetzt fahre ich auf Standard und bin bei minus 0,06 irgendwie. Das ist eigentlich nie so gewesen. Auf Standard geht es immer weiter nur ins Plus dann wieder. Aber anscheinend fresse ich gerade ordentlich Sprit. Bitte geht alle an die Box. Das wäre ultra geil. Fahren alle dran vorbei. Ach, wollt ihr mich verarschen? Was habt ihr denn für doofe Taktiken, ey? Eriksen ist auf Platz 10. Was läuft denn hier falsch? Japan ist echt nicht geil zum Überholen. Ich finde Regen nicht geil zum Überholen. Das auch. Und dieser erste Sektor. Verlierst so viel Zeit. Alter, ich mag Japan nicht. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich in die Box fahren soll. Wann und ob überhaupt. Ja. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, aber...
Aber wenn wir jetzt nur Intermediates fahren, also haben wir nicht gewechselt. Zählt das bei Regen einfach so, ne? Ja, bei Regen muss man jetzt nicht gibt diese auf Blau oder so wechseln. Da gibt's die Regel nicht. Bin direkt hinter die Car Dugat, hinter Platz 4. Natürlich jetzt an die Box fahre, dann bin ich wieder ein guten Stücken weiter hinten. Das werde ich nicht mehr schaffen, auf Platz 4 zu kommen. Jetzt bin ich Vierter. Aber wie gesagt, ein Boxenstopp und das war's. Und da ich gerade gut fahre, überlege ich tatsächlich einfach durchzufahren. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also, ich glaube nicht, dass du 18 Runden mit grünen Reifen fahren kannst. Bei einem 50% Rennen. Ich habe hier Probleme. Wie viel Platz? 10. Platz 8 und 9 sind direkt vor mir. Aber ich habe einen gelben Frontflügel. Ah, schon wieder. Ja, ich bin beim Rausbeschleunigen bei der Kurve für Start-Ziel in die Bande rechts reingefahren. Ah. Ich glaube, Kacke. Ich glaube, ich habe Alonso kaputt immer gemacht. Immer irgendwie sowas Komisches machen, dann hey. Richtig geil. Das ist immer, wenn ich... Das ist immer so mein Schuldgeständnis. Ich weiß, dass ich gerade Alonso kaputt mir gemacht habe. Das ist dann dein Schuldgeständnis. Ja. Das war kein gutes Überholmanöver. Nicht ganz regelkonform. Ja, 8. Platz ist doch schon mal nichts Schlechtes damit. Das sind 4 Punkte. Besser als nichts. Das schon. Hab's jetzt zwar noch nicht und ich muss auch noch 3 Sekunden rausfahren, aber dafür habe ich noch genug Zeit. 8. Platz ist realistisch. So, Hülkenberg wieder. Da habe ich gerade meinen Frontflügel schon einmal kaputt gemacht. Ab wann platzen die Reifen? Weiß ich nicht. 70% oder so. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll, aber es wäre viel klüger, glaube ich. Weil sonst schaffe ich es eh nicht. Also ich glaube, deine Rundenzeiten müssten auch mit den schlechten Reifen ja, so eben viel schlechter sein, dass du es nicht schaffen kannst. Also egal, ob du wechselst oder nicht, deswegen wechselt man ja, weil nicht nur, weil die Reifen platzen können, sondern weil man schneller fährt mit besseren Reifen. Ja, das kostet mir zu viel Zeit. Nee, das soll ja eigentlich nicht so viel Zeit kosten. Also deswegen macht man den Boxenstopp ja, weil es nicht so viel Zeit kostet, wie auf schlechten Reifen zu fahren. Ja, nee, ich habe Angst. Mann, warte, ich glaube, ich fahre jetzt dann. Abgesehen natürlich vom Unfallrisiko und ja, Reifenplatzerrisiko. Ja, ich habe ja noch gar nicht so viel Prozent drauf. Das ist halt das. Ich fahre echt gut. Gerade lila Sektor gefahren. Ja, wie viel Prozent hast du denn? Ungefähr kurz vor 30. Ach so, ja, dann würde ich durchfahren. Meinst du? Komplett? Ja, glaub schon. Also, wenn du jetzt nicht in die Box fährst, lohnt es sich eh nicht mehr. Ja, entweder diese Runde oder dann lassen wir es. Ja, fahr durch. Okay, das hoffe ich klappt. Jetzt kann ich diese Arschlöcher hier alle überrunden.
Okay, auf den hinteren beiden habe ich über 30. Vorne jetzt genau 30. Aber ich probiere es einfach. Mann, leckt mich doch am Arsch, ey. Ich hab doch blaue Flagge. Warum macht ihr denn keinen Platz? Das ist nicht euer Ernst, oder? Juckt's einfach nicht. Geh doch weg. Das ist unglaublich. Fahr da vor mir. Fahr da vor mir. Need for Speed, ja. Beide Mercedes vorne. Hamilton 1, Bottas 2. Ja, ich habe auf Platz 7 23 Sekunden Abstand. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Aber ich habe auf Platz 9 fast 5 Sekunden. Das bedeutet, meine 3 Sekunden Strafe habe ich schon abgearbeitet. Und ich sichere jetzt meinen Platz 8. Also ich werde Platz 8. Das wenn jetzt nichts okay. Schreckliches passieren sollte oder vorne noch ein Fahrer ausfallen sollte. Das würde natürlich geil finden, okay. Wenn alle Red Bulls und Mercedes und einfach alle vor mir, außer du, kaputt gehen würden. Das wäre ganz toll. Das wäre toll, ja. So irgendwie, keine Angst, so ein Massenquatsch, wo plötzlich alle aufeinander so fahren. Boah, das würde ich nur unterstützen, echt. Das würde ich so unterstützen. Das könnte ich jetzt gebrauchen. Ich habe Verstappen vor mir, den könnte ich mit ganz, ganz viel Glück kriegen. Aber dafür brauche ich so viel Glück. Oder ist das überhaupt Verstappen oder ist das nur ein Überrunder? Ich habe halt nur noch 2 Runden, das ist das größte Problem. In welcher Runde bist du gerade? 25. Du bist gerade aber schon über Stadtziel gefahren, oder? Ja, klar. Ah, okay. Also, wenn Verstappen auf 3 ist, müssen Bottas und Hamilton auf 1 und 2 sein. Das ist sehr nervig. Nee, das werde ich nicht mehr schaffen. Vierter werde ich schaffen, mehr nicht. Das ist schon nicht schlecht, vierter Platz. Aber natürlich verlierst du Abstand wieder. Ja. Enorm. Wenn Hamilton erster ist. Bottas zweiter, das ist für Konstrukteur ultra dumm. Oh, Verstappen ist direkt vor mir, das ist doch eher. Ist das nicht auch Bottas? Ich glaube, Verstappen ist direkt hinter Bottas und ich bin direkt hinter Verstappen. Ich kann die Namen noch nicht lesen. Ich bin noch ein ganz kleines Stück entfernt, aber das ist ja witzig. Nee, es ist Hamilton. Oh. Hamilton und Verstappen instant vor mir. Ey, bitte. Drückt mir die Daumen, Leute. Drückt mir die Daumen, mit schlechteren Reifen hier vorbeizuziehen. Ich bin gerade Startziel und sie sind direkt vor mir. Noch eine einzige Runde haben wir. Oder nee, 2 haben wir noch, ne? Ja, 2 Runden noch. 26 und Runde 27 noch. Yep. 2 Runden, sie sind direkt vor mir. Boah, das ist auf 1? Willst du mich verarschen? Auch gut für dich. Ja, aber es ist voll komisch. Boah, bitte jetzt keine Scheiße bauen. Bin ich mir angezeigt auf der Karte. Ich sehe keinen weißen Punkt. Und auch keinen gelben. Ich schon. Ah, jetzt habe ich dich wieder gesehen. Du bist unter dem weißen Punkt. Ah ja, weil ich direkt neben denen bin oder bei denen bin wahrscheinlich. Zeigt das deswegen nicht richtig an. Boah, ich bin gerade richtig kacke gefahren, weil ich unbedingt was trinken will. Holy shit. Ey, komm. Hamilton, mach jetzt keinen Scheiß, ja? Ich bin vor Hamilton. Nice. Bin gerade Zweiter. Das hätte ich mir nie erträumt gerade. Was? Dann würde ich ja ultra auch nochmal Punkte. Oh, was war das jetzt wieder? Dann würde ich Punkte
bekommen. Aufholen. Das ist ja was Gutes damit. Hätte ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Hätte ich da einen Boxenstopp gemacht, hätte ich das wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Also das war echt wichtig. Meine Reifen sind zwar schon ziemlich im Arsch gerade. Ich habe beide hinten 47 und beide vorne 38. Aber Bottas ist halt erster. Der gewinnt Abstand zu mir. Aber ich schleiche mich da zwischen die Mercedes-Fahrer. Der Elektromike. Jetzt keinen Scheiß machen. Mein Benzin sieht leider auch nicht so krass aus. In der letzten Kurve muss ich das mal runterstellen. Mein Benzin ist komplett leer dann, wenn ich drüber fahre. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ah, danke Box für diese tolle Einschätzung. Er hat gerade gesagt, der Tank ist gleich leer. Scheiße. Boah, das wäre jetzt so mies, wenn da irgendwas in die Richtung noch passiert. Ich stelle jetzt mal auf Mager. Ihr werdet mich nicht einholen, hoffe ich. Wie viel da bist du? Achter. Immer noch, ne? Ja. Passt, ne? Okay, jetzt bin ich wieder plus 0,0. Puh. Benzin reicht gerade so. Aber das ist völlig okay. Bottas müsste jetzt gleich übers Ziel fahren. Ja, zack. Und ich komme auch. Startziel, karierte Flagge, Leute. Hättet ihr das gedacht? Ich hab's. Das hätte ich selbst nie geglaubt. Bei mir wird's noch spannend. Ich schalte direkt rüber zu dir. Oh, oh, oh. Deswegen wird's spannend. Ich habe nämlich keinen Frontflügel mehr. Oh, fuck. Ah, 5 Sekunden. Jetzt gerade waren es noch 7. Scheiße. Oh, passt. 4 Sekunden. Pass bitte auf, mach keinen Scheiß jetzt. Wegen dieser Scheißstrafe. Jetzt sind es wieder 5 Sekunden. Das war bei der Kurve da oben, bin ich nach rechts außen rausgekommen. Das ist so richtig unfair, dass ich da eine Strafe bekommen habe. Also Leute, ich bin mega stolz auf mich. Richtig gut wieder. Von Platz 20 gestartet und Zweiter geworden. In der vorletzten Runde, Hamilton überholt. Mit 0,0 Benzin durchgefahren. Nochmal kurz auf Mager und alles. Also es war ein krasses... Oh. Oh. Junge, du lebst auf gefährlichem Fuß gerade. Ganz gefährlich lebst du gerade. Da war ich ganz häufig in diesem Rennen. Echt jetzt? Ja. Als ob. Passt jede Runde. Aber du hast es auch angefahren. Yes. Also Leute, das war ein unglaublich krasses Rennen. Das ist wirklich viel passiert. Es war schwierig. Sehr anspruchsvoll meiner Meinung nach. Regen, Japan. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. War auf jeden Fall crazy. Beide Mercedes wieder da oben. Das gefällt natürlich nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt dir nicht. Das gefällt allen nicht. Außer Mercedes natürlich. Aber ich habe mich da noch mit eingeschlichen auf Platz 2. Immerhin ist Bottas auf Platz 1. Ja, das ist auch ganz gut für mich, ja. Also ich gewinne nochmal ein paar Punkte Richtung Hamilton. Das gucken wir uns gleich mal an, die Rangliste hier. Oh Gott. Ihr glaubt nicht, wie ausgepowert ich dadurch jetzt gerade bin. 3 Punkte konnte ich aufholen. 3 Punkte. Ist natürlich nicht krass. Wir haben noch, glaube ich, 4 Rennen oder so. Ich glaube, 4 Rennen sind es noch, da ist die Saison vorbei. Ja, 4 Rennen noch. 4 Rennen und ich muss noch an Mercedes, an Hamilton vorbeiziehen. In der Konstrukteur wird das richtig schwer, weil da sind wir 121 Punkte entfernt. Ich wollte am Ende 4. Platz werden. Das wird auch nicht leicht. Also würde ich jetzt eigentlich jedes Mal 1. oder 2. Also werden. Wir müssen am besten
die ganzen vier Rennen Erster und Zweiter werden. Egal, wer Erster ist und wer Zweiter, aber wir müssen immer... Ja, Konstrukteur wird wohl nichts mehr. Ja, außer Mercedes holt jetzt vier Rennen lang die, keine Punkte. Ja, wenn wir Erster und Zweiter werden und die alle verkacken mit 0 Punkten, dann aber... Ja, das ist so unrealistisch. Also Schwierigkeitsgrad ist gar nicht so krank. Wir schauen mal, wie das dann zu F1 2018 wird. Aber da vielleicht stellen wir es dann nochmal hoch. Ja, ich weiß nicht, was wieder los ist. Ist immer noch? Ja. Dann mach du die Abmoderation. Ganz genau. Also, Leute, ihr seht es hier. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Letzten vier Rennen nochmal durchpowern. Viel Spaß dabei. Haut rein. Ciao. Ciao.